Die Justizvollzugsanstalt Oldenburg. Eine Ausbildungsstätte der besonderen Art. Hier sitzen über 300 schwere Jungs ein. Wie eine kleine Stadt ist das sozusagen. Betrüger, Drogendealer, Mörder. Einmal Frühstück. Ziehen Sie mal die Maske auf. Ziehen Sie bitte einmal eine Hose an. Schön ist es nicht. Weil draußen ist mein Leben, nicht hier drin. Wie oft waren Sie schon in Haft? Das ist das dritte Mal sozusagen. Dritte Mal, okay. Zwei neue Auszubildende, über ein Jahr begleitet. Pausen gibt's keine. Das ist ja keine Kohlfahrt. Juli 2021. Dienstantritt für Alina Südkamp und Sebastian Parkmann. Ich wollte Sie gerade abholen. Deshalb muss ich meinen Schlüssel holen. Einen Moment bitte. Für die frisch ausgelernte Kindergärtnerin und den ehemaligen Bundeswehrsoldaten beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt. So, dann kommen Sie mal beide mit. Sie sind ab heute offizielle Anwärter auf den Beamtenstatus. In den kommenden zwei Jahren werden Sie hier Ihre Ausbildung machen. Als angehende Justizbeamtin und Justizbeamter im Oldenburger Gefängnis. Wir sind das erste Jahr mit der Kamera dabei. Alina Südkamp ist gerade mal 21, eine der jüngsten Anwärterinnen der letzten Jahre. Sebastian Parkmann hingegen ist über 30 und hat schon 10 Jahre Berufsleben hinter sich. Seine Lebenserfahrung war einer der Gründe, warum er in diesem Alter noch genommen wurde. Ein bisschen aufgeregt sind beide, erzählen sie. Ich bin ganz offen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich auf das, was kommt. Die Erwartung ist einfach, dass es ein bisschen strukturiert ist, dass ich angeleitet werde, weil es halt einfach eine neue Situation ist. Genau. Ich schwöre das Grundgesetz für die Zuerst Bundesrepublik Deutschland. Der Amtszeit. Ich schwöre das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Die niedersächsische Verfassung. Die niedersächsische Verfassung. Und die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze. Und die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Jetzt ist es vollbracht. Vielen Dank. Danke. Ja, möchten Sie was sagen? Ich bin überwältigt jetzt erstmal. Das ist schön. Wenn uns das gelungen ist, dann haben wir alles richtig gemacht. Gut, dann machen wir noch mal eins ohne Lächeln, ganz neutral gucken für den Dienstausweis. Vor Ihnen liegen zwei außergewöhnliche Jahre mit Selbstverteidigungskursen und Schusswaffentraining, strengen Regeln und ständigem Kontakt mit Kriminellen. Einführungsgehalt rund 1.800 Euro. Immer im Fokus, sich in die Gefangenen hineinversetzen zu können. Würden wir auf die Station? Hast du für uns einen leeren Haftraum, den du uns bezahlen kannst? Nee, da habe ich, glaube ich, da habe ich jetzt gerade. Doch, ich habe einen, die Elvis frei. Ja. Dann machen wir durch. Ich mache den auch mal den auf. Ja, das ist jetzt ein typischer Haftraum für zwei Gefangene eben halt. Vielleicht, wenn mich der Mef die Tür zumacht, dann kommt der Gefangene nicht mehr raus. Er hat im wahrsten Sinne des Wortes eine Tür vor dem Kopf. Und hier ist alles reglementiert, alles. Ich würde Ihnen das ganz gerne mal vorführen. Ich möchte ganz gerne ganz kurz mal die Tür schließen und abschließen. Und Sie werden feststellen, das fühlt sich ganz anders an als jetzt. Also es wird Beklemmung auslösen, aber ich mache gleich wieder auf. Ich kenne schon so einen Raum. Aufgrund der Bundeswehrzeit in den Wachen gab es auch immer Gefängniszellen. Von daher ist das nicht ganz unbekannt. Ich bin zuversichtlich, dass ich mit solchen Sachen umgehen kann, ja. Gut, dann gehen wir mal weiter. Vielen Dank. Weder Alina noch Sebastian haben vor ihrer Bewerbung eine JVA von innen gesehen. Trotzdem haben sie sich beworben und gegen mehr als 100 andere durchgesetzt. Für die frisch ausgelernte Erzieherin Alina hat auch die Herausforderung eine Rolle gespielt. Zumal sie aus ihrem Umfeld schon Menschen kannte, die im Justizvollzug arbeiten. Das war ein sehr aufregender Tag, der einfach zu Ende geht. Und ich bin froh, dass ich es soweit geschafft habe. Leicht erledigt, weil doch sehr viele Eindrücke auf einen zukamen heute. Aber trotzdem noch hoch motiviert.
der zukünftige Arbeitsplatz der beiden. Die JVA Oldenburg ist nach eigenen Angaben eines der modernsten Gefängnisse im Norden, mit einer besonderen Architektur. Die Zellentrakte sind alle an einem zentralen Durchgang angeordnet. Dadurch sind die Wege kurz und übersichtlich. Und die JVA kommt mit vergleichsweise wenigen Sicherheitsschleusen aus. Der Grundriss diente als Vorbild für andere Gefängnisbauten von Bremervörde bis Rostock. Guten Morgen. 13. Juli 2021. Guten Morgen. Morgen. Inzwischen sind fast 2 Wochen seit der Vereidigung vergangen. Guten Morgen. Sebastian Parkmann hat in dieser Zeit den ersten theoretischen Grundlehrgang absolviert. Jetzt beginnt die Praxis. Eine ganze Schicht auf Haftstation mit seinem erfahrenen Kollegen Thomas Meef. Das war jetzt die sogenannte Lebenkontrolle, ne? Ja, genau. Also das war jetzt kein Wegservice, sondern es geht eigentlich nur darum, zu schauen, ob alle drüber und drunter sind. Die Tage im Gefängnis sind streng durchgetaktet und folgen einem festen Zeitplan. Lebenkontrolle und Aufschluss um 6, ein einfaches Frühstück um 6.30 Uhr. Kaffee und Tee auf die Zellen gibt's nur am Wochenende. Morgen. Moin, hallo. Hallo. Alina Südkamp hat inzwischen ihre Dienstkleidung bekommen. Sebastian Parkmann wartet noch. Jetzt, am Anfang der Ausbildung, ist es extrem wichtig, dass die beiden die Sicherheitsregeln verinnerlichen. In dieser JVA, die es seit gut 20 Jahren gibt, hat es noch nie einen erfolgreichen Ausbruchsversuch gegeben. Das ist eine sogenannte Schutzausstattung. Wie heißt die nochmal genau, die PSA? Herr Meef? Das ist eine Personensicherungsanlage. Genau, die Personensicherungsanlage. Damit kann ich einmal einen stillen Alarm auslösen oder auch den großen Alarm, so dass die Sicherheitszentrale sofort Bescheid bekommt, dass ich sozusagen Hilfe in einer Notsituation bekomme. Also jetzt für den Anfang ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass die Anwärter erstmal lernen, sich innerhalb oder zwischen den Gefangenen zu bewegen und so ein bisschen an Selbstsicherheit gewinnen. Ich kann mich noch an meine Anwärterzeit erinnern und weiß daher, dass man sich in der ersten Zeit sehr unwohl fühlt und sehr unsicher. Und das muss man erstmal so ein bisschen in den Griff bekommen. Die erste Gelegenheit dazu, kurz nach dem Frühstück müssen alle Gefangenen, die einen Job in der Werkstatt oder der Gefängnisküche haben, zu ihren Arbeitsplätzen gebracht werden. Bis morgen. Ja. Soll ich mal? Ich mach auf. Nö, ich bin dabei. Auf ihren eigenen Stationen können sich die Gefangenen über den Tag normalerweise frei auf dem Gang bewegen. Wenn sie in einen anderen Teil des Gefängnisses müssen, geht das aber nur in Begleitung. Alles wie bestellt. Ich freue mich, Herr Meef. Haben Sie wunderbar gemacht. Ja, gut. Bis Guten dann. Morgen. Moin. Morgen. Die Gefangenen sind an ihren Arbeitsplätzen. Also langsam hat man halt so die Wege drauf, also langsam weiß man, wo es hingeht. Und ich glaube halt auch schon, dass ich mir es auch zutrauen würde, mit den Gefangenen schon loszugehen. Ich weiß nicht, vielleicht nicht direkt in einer großen Gruppe, so wie jetzt gerade, vielleicht sogar erst so mit 2, 3 Gefangenen. Aber das wäre auf jeden Fall möglich. Nächster Punkt auf der Tagesordnung, eine Zellendurchsuchung. Wir wollen jetzt gleich noch eine Haftraumkontrolle machen, einen Rauschgiftspürhund. Also wir suchen nach BTM, haben da den Verdacht, dass da jedenfalls was sein könnte. Werden wir gleich sehen, ob sich der Verdacht auch bestätigt. Ich würde das jetzt erstmal so machen, dass ich den Hund erstmal einzeln reinschicke, oder beziehungsweise dass der Hund sich frei bewegen kann. Ich gucke erstmal, ob hier irgendwelche Lebensmittel offen rumliegen, an denen der Hund sich bedienen könnte. Die räume ich vorher weg, durchsuche die, beziehungsweise gucke mir die natürlich im Nachhinein dann nochmal an. Und lass den Hund erstmal laufen. Mit Glück zeigt er schon was an. Neben den klassischen Drogen entdecken die Beamten auch regelmäßig neue und wenig bekannte Rauschmittel. Eine der häufigsten Maschen in letzter Zeit: Briefe von draußen, deren Papier mit sogenannten psychoaktiven Substanzen getränkt sind. Das Eindringen in den persönlichen Lebensbereich eines Gefangenen noch gewöhnungsbedürftig für Alina. Also es ist ja auch das Private von dem Gefangenen. Und wenn man sich so in die eigene Lage versetzt, also in die Lage des Gefangenen, das ist natürlich nicht so schön. Also sowieso, wenn da so ein Hund durchhuscht, also nicht jeder Mensch mag Hunde, auch sowieso fremde Hunde. Die Zelle heute ist sauber. Sichergestellt haben wir hier nichts.
fotografieren. Dann könnt ihr hier einmal noch kurz euer Namenszeichen runtersetzen. Vieles von dem, was in den letzten Jahren konfisziert wurde, lagert in der Asservatenkammer des Gefängnisses. Hier seht ihr so einige Alltagsgegenstände, die halt zu Waffen umgebaut worden sind. Findet man meistens dann halt in Gemeinschaftsräumen, weil es dann halt nicht zuzuordnen ist. Diese umgeknickten Gabeln, das sind so Schlagwaffen, also ähnlich einem Schlagring. Oder halt so ein Holzstück mit einer Rasierklinge drin. Eine Zahnbürste wird auch sehr, sehr gerne genommen. Dann halt angeflammt, eine Rasierklinge reingebaut. Auch wenn sie simpel aussehen, diese Waffen können tödlich sein. Erst vor 3 Jahren wurde ein Oldenburger JVA-Mitarbeiter mit einer von ihnen lebensgefährlich verletzt. Im Gefängnis ist eigentlich nicht so, wie es den Anschein also erweckt halt zu sein. Ich habe diese Dose in der Hand gehabt und die geschüttelt. Ich dachte, irgendwas hört sich so komisch an. Dann bin ich dann halt zum Durchleuchtungsgerät gelaufen und das durchleuchtet. Und habe dann gesehen, oh, da ist ein Handy drin. Dann habe ich erst mal probiert, wie kriegt das Ding auf. Was auch gar nicht so einfach ist, wenn das so richtig zu ist. Ja, stimmt. Das ist nicht so einfach, das Ding aufzukriegen. Deswegen ist das ganz wichtig, wenn einem was komisch vorkommt. Auch gerade hinsichtlich Konserven. Also dann eben geht nicht, ne? Pack den Kram ein und fahrt zum Durchleuchtungsgerät und lasst die einfach durchziehen. Hier haben wir zum Beispiel noch Schuhe, die wurden, glaube ich, beim Zugang oder sowas festgestellt. Das sieht von außen aus wie ein ganz normaler Schuh, aber wenn man die Sohle dann anhebt, stellt man dann fest, oh, da ist was, was da nicht hingehört. Wenn man schüttelt, stellt man schon fest, oh, da ist irgendwas nicht ganz normal. Wenn man den öffnet. Mini-Handy zum Vorschein, getarntes Autoschlüssel. Also wir vollziehen hier auch Urhaft, also Untersuchungshaft. Und in der Untersuchungshaft ist es dann halt in der Regel eigentlich so, dass das Gericht dann halt die Kontaktmöglichkeiten nach außen beschränkt. Und dann ist so ein Handy natürlich Gold wert, um Zeugen zu beeinflussen oder sonstigen Geschäften nachzugehen. Wir bewahren sowas halt immer ganz gerne auf, um gerade den Auszubildenden das zu zeigen, weil es doch schon sehr, sehr interessant ist. Ja. Wo man überall was findet, das ist Wahnsinn. Da sind so viele Dinge bei, wo man wirklich, also was man nicht denkt. Also die Gefangenen sind wirklich kreativ und da muss man wirklich einen genauen Blick drauf haben. Dezember. Fast ein halbes Jahr seit Beginn der Ausbildung. Alina ist im Schießstand der Polizei Goslar zu Gast. Normalerweise tragen JVA-Beamte im Dienst keine Schusswaffe. Im Alltag wäre das ein zu hohes Risiko. Doch für Notfälle gibt es in jeder JVA Waffenkammern mit Schutzausrüstung und Dienstpistolen. Sicherheit wird ganz groß geschrieben hier, Raumschießanlage und überhaupt. Da gibt es diese Grundregeln, die wir immer auch besprochen haben. Welche sind das? Nummer 1? Also einmal die Mündungsdisziplin. Das heißt, die Mündung der Pistole darf halt nicht irgendwie auf andere gerichtet sein, sondern halt immer nach unten oder halt zum Ziel. Sehr gut. Da haben wir noch Fingerdisziplin. Das heißt, der Finger geht erst am Abzug, wenn ich das Ziel wirklich komplett schon anvisiert habe und nicht vorher irgendwie beim Ziehen oder sonst irgendwas. Eine Schusswaffe ist mal als scharf anzusehen. Das heißt, wir gehen mit der um, als ob die immer geladen ist und wir müssen die immer wieder checken, immer Sicherheitsüberprüfungen machen und so weiter. Die Pistolen kommen grundsätzlich mit leerem Magazin in den Schießstand. Bevor es losgeht, müssen die Auszubildenden sie selbst laden. Bei mir ist die letzte, gehen immer so schwer rein. Die ist jetzt voll. Bin ich geladen? Wichtig. Nicht nur das Treffen, sondern alle Bewegungsabläufe. Achte mal auf deinen Finger, ja? Ja. Nach Besprechung mit Ausbilder Ismet Yaskan. Hast du dich sicher gefühlt? Ja, ich habe mich sicher gefühlt. Ist dir was aufgefallen? Teilweise muss man die Basics so ein bisschen reinbekommen, dass man den Finger nicht so schnell auf den Abzug nimmt, beispielsweise. Genau,
das ist mir aufgefallen. Du hast einen super Stand gehabt, ja. Auch sehr schön den Ablauf gehabt. Der Finger war nur ab. Mit dem Finger an. Den Finger muss man ein bisschen öfter denken oder ein paar Mal denken und dann sieht das schon ganz gut aus. Finger raus. Nach knapp 45 Minuten ist das Training für heute beendet. Die Weste ist ja auch schwer und dass die ganzen Basics drin bleiben und dass man zielt. Also zielen ist natürlich nicht die oberste Priorität. Die oberste Priorität ist eher die Sicherheit, dass man halt die ganzen Basics drin hat, dass man halt nicht direkt den Finger auf dem Abschuss hat. Das ist natürlich das Wichtigste, aber um das alles beizubehalten, ist es natürlich kognitiv auch eine sehr große Herausforderung. Abschlusskontrolle. Rohrfrei. Ist die Waffe wirklich entladen? Also anfangs hatte man natürlich großen Respekt vor der Waffe. Den hat man natürlich immer noch. Anfangs ist auch die Angst da. Also ich wusste nicht, wie der Rückstoß ist bei der Waffe. Wie verhält sich die Waffe, wenn ich abdrücke? Wie laut ist es überhaupt? So langsam, wenn man übt und übt und übt, bleibt der Respekt natürlich und der sollte auch bleiben. Aber die Angst geht langsam weg. Und das ist halt auch, das sorgt für mehr Sicherheit und für mehr Zielsicherheit. Morgen früh geht es für Alina zur nächsten Einheit. Auf dem Lehrplan stehen noch 2 Tage Schusswaffentraining. Moin. Frühstück. Zurück in der JVA Oldenburg. Frühsommer 2022. 10 Minuten ungefähr geht's los, ja? Sebastian Parkmann hat heute seinen ersten Tag auf Station A2, der Transportstation. Ein Zwischenaufenthalt für Gefangene, die in eine andere JVA überführt werden sollen. Moin. Wollen Sie auch schon frühstücken? Kurz nach 6. Zusammen mit seinem Kollegen Christian Meyer muss Sebastian Parkmann dafür sorgen, dass alle pünktlich um 7 abfahrbereit sind. Moin. 10 Minuten ungefähr geht's los. Ne? Sache abgeben. Der Transportbus darf nicht verspätet abfahren. Schlimmstenfalls könnte das nämlich dazu führen, dass die Gefangenen Anschlusstransporte in andere JVAs verpassen oder Gerichtstermine verschoben werden müssen. 10 Minuten geht's los, ne? Schritt 1. Frühstück für die Transporter. Bett schon mal abziehen, ne? Alles fertig. 10 Minuten ungefähr geht's los. Transporter sind Gefangene, die zu einer anderen Justizvollzugsanstalt transportiert werden. Und ja, dort nach dem Vollstreckungsplan oder nach Terminen dann quasi hinverlegt werden. Hier gibt es einen engeren Zeitrahmen, weil der Bus natürlich auch pünktlich los muss. Und deswegen müssen wir uns hier morgens ein bisschen ransputen. Da es oft keine direkten Transportrouten zwischen weiter entfernten Gefängnissen gibt, reisen die Gefangenen in Etappen von JVA zu JVA, bis sie am Ziel sind. So, geht los. Schritt 2. Durchgangszelle aufräumen. Macht ihr das einzeln oder soll ich den anderen auch schon aufmachen? Nein, wir sammeln jetzt einzeln erstmal alle Klamotten ein, machen dann die Tür wieder zu, weil die Durchsuchung beginnt dann gleich erst. Mhm. Fernbedienung noch? Und die zweite? 10 Minuten, Viertelstunde ungefähr. Die Gefangenen, die hier kurzzeitig untergebracht sind, bekommen von uns Besteck, Bettzeug und die Fernbedienung, weil die aus deren Anstalten ja nichts mehr nehmen. Die haben nur ein kleines Handgepäck dabei, sprich einmal Wechselkleidung, das Nötigste, was sie halt für den kurzen Aufhalt hier brauchen. Und deswegen kriegen die von uns das Nötigste, sind somit versorgt und dann sammeln wir das wieder ein, damit wir es vollzählig haben und dann gehen sie auf Transport. Die JVA Oldenburg ist eine zentrale Anlaufstelle im deutschlandweiten Transportnetz der Gefängnisse. An 4 Tagen in der Woche fährt der Bus von hier aus die anderen Gefängnisse im Nordwesten an. Wo dürfen Sie rauchen? Pausen gibt's keine. Pausen gibt's keine. Ist ja keine Kohlfahrt. Normale Tüte. Dieser Gefangene hat seine Zelle noch nicht leergeräumt. Und es ist schon nach 6:30. Bereits in einer knappen halben Stunde ist Abfahrt. Okay.
Juli, das ist Allergietablette. Okay. Schritt 3. Leibesvisitation und Gepäckkontrolle bei jedem Transporter. Pass auf in der Tür. So, einmal alle rein. Weiter durchgehen. So, jetzt werden die Einzelnen namentlich aufgerufen und werden dann den Haftplätzen im Bus verteilt. Zugewiesen, genau. Ich höre Sie auch so. Abfahrt wie geplant. Punkt 7. Ja, Pachmann von A2, moin. Also 10 Transporter sind jetzt mit dem Bus raus und der neue Bestand ist 16. Alles klar, tschüss. Es gibt keine festen Strecken, damit wären wir berechenbar. Und somit ist die Gefahr natürlich hoch auf vielleicht irgendeine Gefangenenbefreiung oder so. Die Strecke können wir selber wählen. Das macht dann die Buscrew, der Fahrer und der Transportleiter, der entscheidet, wir fahren heute über die und die Route zu dem und dem Ziel. Also im Prinzip sind nur die Ziele fest. Nachdem der Bus mit den Transportern weg ist, wird es ruhiger auf Station A2. In den kommenden Stunden wird Sebastian Parkmann vor allem mit den sogenannten Terminern zu tun haben. Ein Stockwerk tiefer. Auch Alina Südkamp ist auf einer neuen Station eingeteilt, der Aufnahmestation. Hier realisieren die Gefangenen oft zum ersten Mal, dass sie jetzt für lange Zeit nicht nach Hause kommen. Gleich wird sie ihr erstes Aufnahmegespräch führen. Wir haben hier ein Kissen drin, wir haben hier Unterwäsche drin, wir haben Bettzeug drin und wir haben zweimal einen Jogginganzug drin, wir haben eine Wolldecke drin. Also es ist alles dabei für die ersten Tage, um hier erstmal Fuß zu fassen. Vorher noch ein Neuankömmling, der die Nacht in der Ausnüchterung verbracht hat. Moin, hallo. Morgen. Mein Name ist Ehmann, ich bin von der Aufnahmeabteilung. Ja. Wir holen Sie jetzt einmal ab und verlegen Sie zu uns auf die Station A1. Ja, Sie sind einzeln. Also Sie sind auf einer Doppelzelle alleine, damit Sie ein bisschen mehr Platz haben. Am Fernseher, Wasserkocher und so weiter. Es ist halt wichtig, dass man mit Feingefühl an die Sache rangeht, dass man guckt, was der Gefangene braucht, wie es dem Gefangenen geht, sowieso, wenn er gerade vom medizinischen Dienst abgeholt wird. Es sind zwar, also der, das sind halt zwar, ja, der Arzt hat Schweigepflicht und der Gefangene braucht uns halt auch nicht erzählen, was er hat. Aber wenn es ihm halt nicht gut geht und er zum Beispiel Tabletten braucht oder so, sind wir natürlich da. So, Gürtel kriegen Sie auch. Alles klar. So. Dann ist es soweit. Alina muss zum ersten Mal selbst einen frisch inhaftierten Gefangenen aufnehmen. Ja, dass der Gefangene kooperativ ist und die Fragen beantwortet, die ich ihm halt auch stelle. Genau, dass es halt einfach, dass das Gespräch reibungslos abläuft. Da kommt er. Moin. Ich führe einmal mit Ihnen das Aufnahme-, das Zugangsgespräch. Okay. Den können Sie behalten. Der Mann, ein verurteilter Betrüger. Wie oft waren Sie schon in Haft? Erste Mal, zweite Mal? Das ist das dritte Mal sozusagen. Dritte Mal, okay, also mehr als. Wie sieht es aus mit Ihrer, also mit der psychischen Belastung, haben Sie irgendwelche psychischen Belastungen, dadurch, dass Sie jetzt gerade hier sind? Irgendwelche, ja, natürlich, das bleibt ja nicht aus, ne? Das geht ja nicht klanglos an einem vorbei jetzt hier. Haben Sie irgendwelche Suizidgedanken oder haben Sie vor sich, ja, okay. Also hier jetzt zu sitzen ist natürlich sehr extrem, ist klar. Ich bin von der Arbeit verhaftet worden und ist klar, dass ich jetzt nicht sage, juhu, geil, ich sitze jetzt im Knast, dann würde ich lügen. Dann würde ich definitiv lügen. Schön ist es nicht.
Weil draußen ist mein Leben, nicht hier drinnen. Hier drinnen ist... Ich war schon mal im Knast. Ich weiß, wie es ist. Aber ich wollte eigentlich hier diese Mauern von innen nicht nochmal betreten. Jetzt sitze ich leider wieder hier. Eine halbe Stunde Zeit, um ein erstes Gespür für den Gefangenen zu entwickeln. Was er genau gemacht hat, möchte er nicht sagen. Der kommt rein, ich führe die Gespräche. Ja, man guckt auch nicht direkt sofort, was er gemacht hat, weil es halt auch einfach dann, weiß nicht, verurteilt man die Menschen sofort oder so. Es ist ein ganz normaler Mensch, der hier reinkommt, weil er hier reinkommen muss sozusagen und genau. Noch Fragen? Nee, danke. Okay, danke. Dann bis gleich. Packen Sie in Ruhe aus, die Kiste hole ich gleich ab. Ich hoffe, dass ich sie gleich wieder einpacken kann. Ja. Alina ist mit der Aufnahme zufrieden. Ihr Ausbildungsbegleiter auch. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, natürlich. Aber ich denke, gerade Alina ist auf einem guten Weg, irgendwann mal eine richtig gute Justizvollzugsfachwirtin zu werden. Zurück bei Sebastian Parkmann. Er kümmert sich jetzt um die Termine. Also Gefangene, die einen Tagestermin außer Haus haben. Zum Beispiel bei Gericht. Alles klar, weiß Bescheid, danke. Ja, tschö. Ja, und zwar wurde ein Inhaftierter, der heute Morgen auf Termin war, quasi jetzt entlassen. Und somit ändert sich bei uns jetzt natürlich der Bestand. Also ich muss gleich wieder an der Tafel den Bestand ändern. In der Excel-Liste sowieso, also für den Mittagsbestand. Und dann müssen wir noch den Haftraum sozusagen eben kontrollieren, ob er noch was auf dem Haftraum hat. Und dann müssen wir diesen auflösen. Ein Jahr Ausbildung liegt inzwischen hinter den Anwärtern. Nach viel Theorie und Rechtskunde, Kursen in Selbstverteidigung und Konfliktbewältigung und ihren Erfahrungen im Gefängnisalltag haben sie viel Selbstsicherheit gewonnen. Gut, dann gehen wir mal rein. Uns wurde ja gemeldet, dass der Gefangene auf Termin entlassen wird oder wurde. Das heißt, der ist nicht mehr in unserer Obhut. Das heißt, er kommt definitiv jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr von dem Termin zurück hier zu uns. Und somit müssen wir den Haftraum auflösen. Es schaut so aus, als hätte er schon fleißig gepackt. Ja, vielleicht ist er davon schon ausgegangen. Ja. Dann macht er eh den Haftraum sauber. Genau, das sind hier die Dienste. Ging ja schnell. Ja. Sehr schön. Noch ein Jahr bis zur großen Abschlussprüfung. Also das Einzige, was ich bis jetzt bereue, ist, dass ich mich dafür noch nicht früher entschieden habe. Wenn Dienstschluss ist, dann ist hier Dienstschluss und man versucht das Ganze auch nicht mit nach Hause zu nehmen. Klar denkt man mal hier und da drüber nach, aber es funktioniert eigentlich sehr gut. Eine Stunde!